Linda Fahrni ist die Frau am Steuer. Maja Siegenthaler bedient vorne die Segel. Zusammen sind sie Team Linda und Maja, Team Lima. Ihr Ziel: die Olympischen Spiele von Tokio. Mit einem Top-12-Platz an der WM sind sie dabei. Noch wird erst trainiert. Aber der Segelcoach ist zufrieden. Fighting with the men's fleet. That's good. Die heiße Phase der Olympiasaison beginnt im kühlen Berner Oberland. In einer Bootswerft am Thunersee enthüllen Linda und Maja ihr Boot für Tokio. Maja Siegenthaler hat es eigenhändig Anfang Februar aus Hamburg geholt. Nun gilt es, das Boot seetüchtig zu machen. Ein neues Boot, ein kleiner Meilenstein. Denn eine Anschaffung ist nicht so häufig. Ich würde sagen, alle 2 Jahre. Ja. Also ja, auf 4 Jahre 2 Boote kommt dabei. Jetzt für die Kampagne für Tokio haben wir 2 neue bekommen. Genau, mit Auto kenne ich mich nicht so aus, aber Boote werden weich. Und ja, werden einfach weich und reagiert dann gleich auf Wellen und so. Das ist echt der grösste Unterschied. Ein neues Boot. Mit Mast und Segel, oder nur mit Mast, Baum und Schwert und allem, ist 22, 23, so etwas, 1000. Ja, viel Geld. Wir haben das Glück, dass der Club unsere Materialsachen sehr stark unterstützt. Ja. Also, das ist eigentlich ein Clubboot, das ist nicht unser Boot. Das also hat der Club gekauft, ja. Ja, da haben wir ein riesen Glück. Der Yachtclub Thunersee ist der Heimathafen für Linda Fahrni und Maja Siegenthaler. Der Club unterstützt die beiden nicht nur im Material. Monika Meyer gehört zum Team als Organisatorin im Hintergrund. Da ist einfach noch nicht der richtige Flug drin. Oder? Ja, vorher hat er die falsche Flugnummer gegeben. Aber Mona ist ganz früher, als wir noch auf dem 24er waren, ist sie unsere Trainerin. Und als sich das so ein bisschen entwickelt hat mit 420er, 470er, ein bisschen in die professionellere Richtung, hat sie uns dann von dann an, oder seitdem unterstützt sie uns eigentlich auch in ganz verschiedenen Bereichen. Ein neues Boot einlösen ist wie ein neues Auto anmelden. Ja, das soll er alles mir schicken, ihr könnt mir das geben, ich schicke dir zu zum Einlösen. Ist gut. Ja, okay. Das wäre super. Und den Messbrief bekommen wir noch? Ja, den gibt er auch erst, wenn wir zahlen. Eine Segelsaison kostet rund 200.000 Franken. Das finanziert neben dem Yachtclub das Swiss Sailing Team und die Sporthilfe. Dazu lokale Sponsoren. Mehrere Boote sind gleichzeitig im Einsatz rund um den Globus. Team Lima ist also auch ein Logistikunternehmen. Sagen wir, 50% vom Team ist recht organisiert. Nein, wir tun uns da recht gut ergänzen. Oder ja, ich würde sagen, wir sind beide auch organisiert, aber es gibt wie Themen, die halt immer wie zwischenabgehen. Und wo wir auch wie sehr froh sind, die können ein bisschen abzugeben und zu wissen, ja, es ist jemand, der noch mitdenkt. Außerhalb von mir oder Maja, wo wir sind sehr nah aufeinander und denken auch halt vielleicht an die ähnlichen Sachen und die Sachen es gibt einfach Sachen, zum Beispiel, das Paradebeispiel ist ein Segel bestellen, ist einfach, denkt man etwa nie dran und dann ist nach dem Monat so, okay, jetzt wäre eine Segelbestellung nachher. Supergebig. Ein neues Boot ist ein wenig wie Weihnachten, auch für Linda und Maja. Zwar sind die 470er stark genormt, aber wenn es um die Details geht, sind die beiden mit viel Liebe dabei. Schön schräg ist auch gerade, oder? Gut, gefällt's? Yes. Ultimative Überraschung. Ah, hinten das Kreuzchen, oder? Nein, das muss ich nicht vergessen. Es gibt nur wie Olympiaboot. Es hat keins gehabt. Es hat keins. Extra nochmal zurück. Das wichtigste Detail fehlt aber noch. Der Name für das Boot. Bisher hatte jedes seinen eigenen Namen mit eigener Bedeutung. Das mit dem Namen, weißt, er steht eigentlich zu 95% schon, weil ich nur 5% von der Stimme bekomme. Sind wir in ihrer Demokratie, aber die Stimme zählt nicht ganz eins zu eins. Molly, Lotti, Milla, Lieselotta, Mathilda und unser allererstes Schiff hat Tori geheissen. Ja, Tori. So ein bisschen verwirrt auf der Welt, umstrebend und einfach so ein bisschen, oh, was machen wir gerade? Ah, oh, okay. Ein bisschen segeln. Das hat, glaube ich, recht gut gepasst. Das Tori hat recht gut zu uns gepasst. Übrigens, jemand hat gesagt, wir sollen unser Boot Gisela taufen. Das ist auch mal lustig. Nie im Leben, nie. Nie. Das ist nicht Gisela, definitiv. Gisela ist nicht so schnell. Zusammen mit den Müttern blicken Linda und Maja im Clubhaus etwas zurück. Wie hat alles begonnen? Was waren Meilensteine? Mit dabei auch Tori, die dem ersten Erfolgsboot den Namen gegeben hat. Ja genau, also ja, das mitgenommen, das gehört so ein bisschen zum 420er. Oh, ja. Ja. Und dann habe ich das mitgenommen. Dass du das noch hast. Gar nicht gewusst. Und dazu... ist die, ja, genau. Medaille, die Goldmedaille. Das ist ein Foto. Mm. Erster Rang. Das sind Junioren Weltmeister geworden. Genau. Das gehört 2010 dazu. Und ja. Ich glaube, das ist jetzt genau 10 Jahre. Und, ja, ich denke, für uns hat es mega viele Türen geöffnet. Ja. Ja. Also, es sind einfach ganz viele Sachen, die vorher vielleicht wäre schwierig gewesen, sind plötzlich einfach einfacher geworden. Eben, wie du gesagt hast, es ist einfacher geworden, Sponsoren zu finden und Leute, die uns glauben und uns bis heute noch unterstützen, die uns jetzt 10 Jahre lang, also ja, wirklich 10 Jahre lang immer noch unterstützen. Und das ist uns dann überhaupt nicht bewusst, das weiss ich noch. Weil ich weiss noch, dann unser Teamchef, der dann dabei war, hat uns zu diesem Zeitpunkt gesagt, an diesem Abend, ihr seid euch das nicht bewusst, aber mit diesem Titel öffnet euch Hölle viel Türchen. Und ich so denke so, ja genau, das meinst du genau. Und aber jetzt rückblickend muss ich sagen, ja es stimmt, das ist vollkommen richtig. Wo eben, also ja, dort man eine Unterstützung bekommt. Vor genau 10 Jahren gewann das Team Fahrni Siegenthaler den Weltmeistertitel in der 420er Klasse, dem etwas kleineren Boot für die Nachwuchssegler. Es ist der bisher größte Erfolg der beiden. 2016 qualifizierten sie sich auch für die Olympischen Spiele in Rio. Der bisherige Höhepunkt als Spitzensportlerinnen. Dabei begann die Segelkarriere von Team Lima mit unterschiedlicher Begeisterung. Musst du das Häschen mitnehmen, mit der Dachs mit. Leg das mal. Hast du nicht auch den Ferienpass? Ja, Spass ich bin etwas anders. Ich glaube, zuerst mit dem Kurs im Spiez angefangen und nachher wie nachträglich der Ferienpass oder so etwas. Mit 7 Jahren kann man den ersten Optikkurs machen und als Maja 7 war, habe ich gefunden, das wäre doch eigentlich noch lässig, wenn wir zusammen könnten segeln lernen. Das hat mich sehr gelustet. Dann mit 7 hat sie gefunden, nein, Sicher nicht. Okay, ich dachte, ja, warte schon ein Jahr, 8 war. Nachher mit 9 ist Maja selber gekommen und hat gesagt, du, auf die herzigen Kinderbötchen. Ich, ja, bitte. Und so hat es eigentlich angefangen. Ja, und da weiss ich noch, dass Maja ist ein Jahr früher auf dem 420er war, glaube ich, mit einem Bub hier aus dem Club, ja, mit dem Cyril, genau. Und dann hat sie eigentlich ein Jahr lang auf die Linda gewartet und das hat mich mega schön gedacht. Ja, Linda ist wirklich willkommen. Ja, das ist wirklich, ja, das stimmt. Wirklich Linda, willst du mit mir segeln? Ja. Ja, noch das mitgenommen. Folge dem Fluss und finde das Meer. Sehr poetisch. Berner Nachwuchssportlerin 2009-2010. Das ist vom Kanton, ja genau, Kanton Bern. Vom Kanton. Und also das ist für mich, also es ist eine mega Ehre, dass wir das bekommen haben. Und es hat mich dann ultra gefreut. Und es ist nur, also schon nur, dass wir den Preis haben bekommen. Und was für ein Kristall. Genau, was für einen Preis. Ja. Das ist so etwas Schönes mit dem Kristall oben drauf. Das steht heute noch in meinem Gestell. Und ich finde das einfach so, ja, ein Pokal, finde ich, manchmal ist es nicht so mein Geschmack. Aber das finde ich, das trifft es sehr. Da habe ich heute noch Freude an dem. Zwischen. Mino. Aber er lebt immer noch. Aber der Boden hat jetzt ein Loch im Fall. Und das finde ich nach wie vor immer noch einfach wahnsinnig, was ihr alles habt erlebt zusammen. Und dass ihr immer noch ein Team seid. Wenn man ringsherum schaut, wie die Teams nicht Schlag kommen, seid ihr für mich einfach ein Dream-Team. Nein, wirklich. Ja, also ich glaube, das ist für viele Segler eine Herausforderung, zusammenbleiben und durch die Zeit durchgehen. Viele Misserfolge passieren durch den ewigen Crewwechsel, der nicht einfach ist. Aber für mich war das eigentlich gar nie wirklich eine Option. Und ist immer, also ja, jetzt vielleicht schon aus. Weil es muss gewechselt werden. Aber für mich war das gar nie wirklich eine Option, weil es dumm. Es gibt gar keine Alternative. 12 gemeinsame Segeljahre, nun vor einem krönenden Abschluss. Scheiße schon. 10 Rumänien-Deadlifts. Auch bei einem Dreamteam haben die olympischen Götter vor den Erfolg den Schweiz gesetzt. Das Training an der körperlichen Fitness. Bei Regatten sind die Teams stundenlang draußen auf dem Meer und müssen sich in mehreren Läufen im Kampf Boot gegen Boot behaupten. Da setzen sich nur die Fittesten durch. Und aufstehen. Und das ist genau das Schwierigste eigentlich mit dem Arbeiten mit Seglerinnen, weil es halt ihr Gebiet, wo sie sind, halt meistens nicht in der Schweiz ist. Sie sind viel unterwegs, sie sehen sie nur sporadisch. Und muss noch hinzu ein Training anpassen an die verschiedenen Standorte. Nicht an jedem Standort sind die gleichen, das gleiche Material, Infrastruktur. Wir haben in der letzten Zeit sehr stark einen Aufbau machen im Rumpfbereich. Dort sehe ich sie als wirklich parat. Jetzt wichtig ist, das zu halten und vor allem in der anderen Komponente noch ein bisschen einen Schippen draufzulegen. Und dann so, dass wir dann beim Peak-Event in Tokio auch körperlich auf dem Peak sind. Wenn sie unterwegs sind, haben Linda und Maja Programme, mit denen sie sich fit halten. Zu Hause quält sie der Chef persönlich. Die Arme strecken, die Arme strecken. Oh, ich konnte nicht mehr richtig einschrauben. Ja. Ringen nach außen drehen. Jawohl. 4, 3, 2, 1. 3 saubere Push-ups, komm. 1. Ringen draussen behalten. Jawohl. Ja, genau. Und behalten, haben. Alle beißen, komm. Ja, 3 und Pause. Gut, das Rumpf ist jetzt State of the Art. Ciao. Ciao. Alles gut auch? Ein gesunder Körper braucht auch einen gesunden Geist. Dazu gehen Linda und Maja nach Macklingen zu Leo Held. Eigentlich ist Held Judoka. Sein Athlet Sergej Aschwanden hat in Peking 2008 eine Olympiamedaille gewonnen. Leo ist für uns, also wir nennen ihn unseren Mentaltrainer, aber ich weiß gar nicht, wie er sich selber nennt. Für uns ist er einfach eine Person, wo wir uns treffen, wo wir uns austauschen mit den Sachen, die wir erleben auf dem Wasser, mit Sachen, die uns auf dem Herzen liegen und vielleicht auch einfach ein paar gute Tipps auf den Weg zu bekommen und einfach auch selber zu erarbeiten, wie wir uns weiterentwickeln auf dem Wasser. Studieren, wo irgendwie momentan die Segeln so cool ist. Mhm. Von Segeln hat Leo Held wenig Ahnung. Der hat andere Kompetenzen. Ja, man spürt sich an, er strahlt auch wirklich so eine Ruhe und dann auch eine Freude aus, vor allen Dingen. Also, wir können sehr viel lernen vom Leo. Ich glaube, das Wichtigste ist echt, dass wir eigentlich alles, was es braucht. Es braucht echt manchmal jemanden, der uns einfach ein bisschen ankickt auf das Offensichtliche, dass wir einfach uns die Zeit nehmen und darüber nachdenken, weil ich denke, also Spitzensport hat auch sehr viel mit der Beschäftigung mit sich selber zu tun. Also wie man sich selber pushen kann über die Limits. Aber ich habe jetzt ein mega gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. Weißt du nicht schon, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, bei dir, wo wir da zusammen waren? Am Strand von El Arenal bei Palma de Mallorca steht die Weltmeisterschaft an. Am berüchtigten Ballermann. Doch so sehr knallt es hier noch nicht, Mitte März. Das neue Boot ist mittlerweile getauft. Die Lisbeth liegt bereit für die Trainingsregatten. Linda und Maja bereiten sich auf die WM vor, die ihnen die Selektion bringen soll. Seit dieser Saison betreut sie Toni Ripoll-Alberti. 7-mal war der Spanier schon bei Olympia. No. No, not bad news. But... Also der Toni schafft es einfach, egal was passiert, ob wir gut sind, ob wir schlecht sind, ob wir vielleicht manchmal Sachen machen, die man vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Er kann einfach ruhig bleiben in jeder Situation und er kann uns dabei unterstützen bei dem, was wir machen, durch einfach seine Art und uns auch so wie auf unseren eigenen Weg lotsen, dass wir halt wie selber die Wege finden können, die es braucht. Ich glaube, das ist das Team, das passt so. Und ja, in der Vergangenheit war es immer so, dass immer jemand eine bessere Beziehung zum Coach hatte, weil es ist ja noch schwierig, wir sind zwei Individuen, wir funktionieren total anders und einen Coach zu finden, der wie für beide passt, das hat sich irgendwie alles sehr schwierig gestaltet und ich glaube, der Toni ist jetzt die Person, wo wir beide ziemlich gut mit dem können und darum ist das der Coach, der zu uns passt. In 3 Tagen beginnt die WM und der Trainer ist zuversichtlich. Bien, espero que bien. Ahora estamos ya en los últimos días. Estamos navegando relativamente poco, unas 2 horas al día y ultimando los pequeños detalles. Yo las veo tranquilas y concentradas en su trabajo. Doch ganz so ruhig ist es nicht unter der Seglergemeinde. Chiara Valenti vom Schweizer Mixteam nebenan erzählt von ihrer Flucht aus Norditalien. Und auch Trainer Toni Ripoll bringt nicht nur das aktuelle Wetterbilder. Temperatures are going higher next days. Great. South of Spain there are 27 degrees. So this is good for the coronavirus. Der Coronavirus breitet sich aus. Sportanlässe überall sind schon abgesagt. Länder beschränken den Ausgang ihrer Bürger. Auf Mallorca scheint die Krankheit weit weg. Sowieso. An der WM muss der Top-12-Platz her. Die Teams schließen sich für die Trainings zusammen. Große Nationen organisieren, die Kleinen dürfen teilnehmen. Toni Ripoll schnappt eine Meldung auf. So, now Genoa is officially cancelled. The email from World Sailing. The World Sailing email. I mean, It's very important. Yeah, it's sailing. World Sailing que acaba de cancelar reserva. No sé, lo he visto ahora. In Genua im April wäre die zweite und letzte Selektionsmöglichkeit gewesen. Damit fällt Plan B weg. Plan A, die Olympia-Qualifikation über die WM, muss klappen. Wenn es denn überhaupt Olympische Spiele gibt. Weiter trainieren, fokussieren. Bei leichteren Winden segelt Team Lima allen um die Ohren. Sogar den australischen Olympiasiegern von London. Eigentlich schade, ist es erst das Training. Toni Ripoll kann sich aber nur kurz an der Form seiner Frauen freuen. Es war der beste Upwind Race that I saw from you. Really good, really good. Yeah, this is the good news. The bad is the World Series cancelled. Are you serious? Yes, I'm serious. Shit. What can we do? My mind, I'm out of sailing right now. I don't know. It feels so strange to like train like one winter for like one event and be prepared today to race, to fight. Yeah. And then I say like, yeah. I still don't believe that. Yeah. I have to see this black and white and I will believe. Die Nachricht verbreitet sich unter den Seglern wie ein Lauffeuer. Was nun? Heimkehren? We are the ones that I mean, we're in our country. We're going to eat. That's what we're going to do. Linda und Maja wollen bleiben. Training im Binnenland Schweiz im März. Keine wirkliche Option im Olympiajahr. Sorry for you girls. It's a shit. Yeah, it's life. You cannot do anything about it. This is the same for everyone. Yeah. Doch nur einen Tag später gehen auch am Club Náutico von El Arenal die Lichter aus. Spanien macht die Grenzen dicht. Linda und Maja müssen Hals über Kopf aus Mallorca abreisen. Noch nicht abgesagt sind aber die Olympischen Spiele. Dieses Ziel muss im Fokus bleiben. Darum rücken Linda und Maja zusammen mit dem Männerteam des Yachtclubs Thunersee, Yves Mermo und Cyril Schippach, nach Macklingen ein. Ein Tier mit Panzer. Schildkröte. Eine Farbe. Schwarz. Schwarz. Das Gesicht anmalen. Schminken. Hola. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt sind wir gerade aus dem Medical Center rausgekommen. Jetzt hat er uns gerade einmal in den Rachen geschaut und Temperatur gemessen. Und es ist alles gut und jetzt dürfen wir reinziehen. Jetzt gehen wir runter ins Grand Hotel, unsere Badges holen, dass wir unser Zimmer überziehen können. Das BASPO, das Bundesamt für Sport, bietet Macklingen als Basis für Tokio-Vorbereitungen an. Unter strengen Auflagen. Rein darf nur, wer eine Quarantäne hinter sich hat. Nur schon die Situation im Esssaal erinnert daran, dass dies kein normales Trainingslager ist. Wie fühlst du dich so? Das ist jetzt für mich schon ein bisschen komisch, die Distanz zu dir. Das ist normal. Du musst dir auch nicht blüten. Ja, merci. Distanz halten, auch zwischen Teamkollegen. Das ist Limit an unsere Distanz. Aber die Aussicht stimmt. Aber hier unten ist es viel wärmer als hier oben. Ja. Mackling ist einfach... Gesegelt wird, ebenfalls abgeschottet, auf der Basis in Ipsach am Bielersee. Ich weiss ja, also beklagen kann man es nicht. Nein, nein. Ja, aber... Ja. Immerhin hat es mich gesagt, wie es episch. Doch, optimal sind die Bedingungen beileibe nicht. Mitte März, Biesenlage. Als wollte ich hoffen. Achtung, noch Sonnenbrille. Scheiße, bringen sie rüber. Aber eben, man ist zufrieden, wenigstens aufs Wasser zu können. In den kältesten Bedingungen und ich spüre meine Füße nicht mehr. Aber ja, es härtet auf jeden Fall ab. Und wo hast du am meisten kalt gehabt? Mein Kopf war das Übelste. Brain Freeze habe ich glaube ich. Und dann kommt der Hammer. Wir haben gerade Nachrichten bekommen von unserem Team. Hi Team, the Tokyo 2020 Olympic Games are postponed to 2021. Wir haben es ja gesehen, die Entscheidung. Eigentlich war es, also ja, ist eine Frage, wie lange wird es verschoben, ob jetzt ein paar Monate, ein Jahr, 2 Jahre war mal die Rede. Von dem her, der Fakt, dass sie zu 99% verschoben wird, ist eigentlich, haben wir dann schon wie gewusst, aber nachher die Information, dass sie jetzt wirklich verschoben wird, ist nein, gleich noch etwas anderes. Und nein, eine Welt gebrochen ist nicht. Also ja, das ist ja auf das Grosse und Ganze gesehen nicht ist ja für uns persönlich wichtig, aber für das Grosse und Ganze ist ja nicht wichtig. Ist ja die Gesundheit von allen ist wichtiger, als dass die Olympischen Spiele in 2020 werden stattfinden. Aber für uns ist natürlich schon nicht ganz einfach, wo wir uns seit 3 Jahren oder 3,5 Jahren auf das vorbereiten und jetzt verschiebt es sich halt um ein Jahr. Und kurz darauf runter, haben wir auch mitbekommen, dass wir von Macklingen wieder weg müssen. Und ja, ich denke, das Risiko war zu gross, dass man sich dort irgendwie anstecken würde. Und die Begründung, für dass man sich für Tokio 2020 muss dort hier vorbereiten muss, ist auch so mit weggefallen mit dem Entscheid, dass es verschoben worden ist. Und darum haben wir wieder heimgehen müssen. Lisbeth. Schönheitsschlaf machen. Das neueste Boot, das Lisbeth, ist hier in Thun, in der Garage. Das zweitneueste Boot ist, ich weiss nicht genau, ich habe heute noch nachgefragt, eventuell auf dem Weg auf Japan, weil das wäre eigentlich unser Trainingsboot gewesen. Und das dritte Boot ist in Palma de Mallorca, wo wir jedes noch dort haben mit der Absicht, dass wir wieder zurückgehen können und dort anfangen zu trainieren. Aber das ist momentan noch so ein bisschen... weit entfernt. Wenn es um 12 Uhr geht, also ich bin dabei, ich will unbedingt, ich bin on fire, ich möchte gerne wieder segeln, ich möchte nicht daheim sitzen. Aber dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Fragen, die auch eine Rolle spielen. Also erstens eine finanzielle Frage, es gibt noch mal eine Saison mehr, wir müssen die Gelder halt auftreiben. Und ja, wie sieht es jetzt mit dem Qualifikationssystem aus, wenn und wo dass wir uns qualifizieren können? Wenn können wir überhaupt wieder aufs Wasser gehen? Das wissen wir halt alles nicht. Tokio bleibt also das Ziel. Wenn nicht 2020, so dann halt 2021. Und was ist mit all den Plänen für danach? Also ich habe jetzt angefangen mit dem PA-Studium. Und ja, es verschiebt sich noch mal ein bisschen. Ja, wenn wir dann vor der Pension fertig sind, sind wir glücklich, würde ich sagen. Eigentlich stimmt es nicht ganz, dass also wir nicht mehr zusammen olympisch segeln können. Weil, logisch, wir können nicht zusammen auf dem 470er olympisch segeln, aber theoretisch könnten wir eine andere Klasse anfangen. Theoretisch. Ist das der Plan? Ja, weißt, wenn man so viel um Segeln ist und nichts anderes tut, als über Segeln nachdenkt, dann tut man viele Pläne mit. Von dem her kann ich da nichts ausschließen. Es geht also weiter im Team Lima. Mindestens bis Tokio 2021.